musst du da agieren. Wieso hat denn der da eine Flagge auf dem Körper? Bist du einer von uns? Jo, der ist einer von uns. Hi. Flirt. Flirt. Komm, hallo. Genau, die Perlen mussten wir ja auch noch. Hallo, wer bist denn du? Der Klinge entgegenzutreten. Erkennt ihr den Tod nicht, wenn ich ihm... Achso. Ja, das wollen wir jetzt nicht. Ich brauch die hier. Ja, ich habe, glaube ich, mit Chrissy mal eine Runde gespielt. Es gibt ja auch einige Free-Play-Versionen, ne? Deswegen, ich bin da echt mal... Sony hat ja schon gesagt, dann spielst du mit uns! Ja, aber ich bin mir gespannt, ob ich da noch die Kette kriege, da Ruhe zu haben für... Der kommt mir irgendwie total lahmarschig vor. Aber das ist ja irgendwie normal so in dem Laserbereich. Der ist ja immer alles zu langsam. Ups. Ja. Was hab ich denn da? Achso. Ah, ich hab hier... eine Kiste? Nö. Oh. So, was brauche ich denn noch? Ein davon? Hier wird Seizen hier. Wie muss ich da hin? Perlen brauche ich auf jeden Fall noch. Erste Schlachtstandarte aufgestellt. Wo muss ich denn auf... stellen hier. Muss ich die nicht irgendwo hier aufstellen? Scheiterhaufen der brennenden Legion. Ach, die. Okay, das ist hier Lagerfeuer. Dann sind die wahrscheinlich woanders. Fliegen wir mal. Mal gucken. Oh, dieser... Scheiterhaufen der brennenden Legion. Das ist ein Erz. Wie war das? Ach verdammt. Na kommt her. Kommt her. Zack, zack, zack. Was ist denn hier der Scheiterhaufen? Bin ich doof oder was? Ah, gucke da. So. Okay, so Nummer 3 haben wir aufgestellt. Super. Dann gehen wir mal auf die Suche. Ah. Würde ich meinen, ist das hier Nummer 2 oder so? Warum hat er mich denn jetzt aus dem Socken gehauen hier? Hm? Ja, nee, ist klar. Falsche Taste. Sorry. Nur ich sehe halt leider jetzt nicht mehr, Iron, weil ich nur noch das Chatfenster auf habe, wie viele Leute gerade da sind oder wie viele, also allgemein, wie viele Leute da sind, was gerade los ist. Wo ist denn hier der Scheiterhaufen Nummer 5? So, komm mal her, du. Pflänzchen. Meins. So. Achso, da Schlacht dann. Schlachtstandarte da hinten. Euch beiden will ich haben. Komm mal mit, du. Ey, das ist meiner, du Drecksack. Das ist ein Wichser. Oh.
Ich hätte noch mal draufschlagen sollen. Naja, der nächste Mob. Einen brauche ich noch. Weißt du, das ist halt ärgerlich, wenn du nur noch einen einzigen brauchst, der klaut einer den. Das ist mehr wie nervtötend. So, fertig. Ach so, Perlen brauchen wir ja auch noch. So, wo ist denn jetzt das Feuer? Oh, das ist Erz. Da ist Erz. Suchen wir mal die. Zwei. Ich sehe gar nichts. Normalerweise zeigt mir das mein Programm an, aber das zeigt er. Der zeigt mir das gerade auch nicht. Der will nicht. Ich spiele nicht auf dem PvP. Iron. Ah, hier. Ich bin auf dem PvE-Server. Weil auf dem PvP-Server hast du immer das Problem, dass halt Leute dir auf den Sack gehen und du deine Quest nicht fertig bekommst, weil immer und immer und immer wieder. Ob sie da ein Perlen. Ach, guck mal, wir können auch da oben hingehen. Können wir die Perlen-Quest auch fertig machen? Machen wir das mal so. Aber so viele Quests gerade zum Abgeben, ne? Bei. Da unten ist, was ist das denn da? Giselda die Alte. Ach komm, dann gehen wir doch erstmal zu Giselda die Alten. Das ist so ein Hordelager, ne? Ah, guck mal da. Festung. So, wir brauchen 10 Agenten. Kriegen wir hin. So, und schön reinschleudern. Och, bin ich froh, wenn ich meinen Wirbelwind endlich habe. Also den richtigen, wo ich nicht selber die ganze Zeit drücke. Kommt, Jung, kommt dran. Entschuldigung. Und Iron, hast du heute auch so schön geschlemmt? Klar bin ich Hordler. Aber auf dem PvE-Server musst du PvP aktivieren. Weißt du? Damit du überhaupt PvP machen kannst. So, wo ist er? Giselda die Alte. Komm her, Giselda. Oh, das hat. Oh Gott, du warst jetzt aber auch gestanden. Also früher war das mal schwerer hier. Weil es auch unter den Orks Clans gibt, die gegen. Also die, wie soll ich das besser erklären? Es gibt halt verschiedene Clans. In Draenor kämpfen wir ja auch gegen Horde-Clans, die Gul'dan. Ach, guck mal, da unten steht. Aufgehetzt hat. Und, es gibt ja auch Allianzlager, die gegen die Allianz selber kämpfen. Also das, es gibt halt immer noch Fraktionen oder Gruppierungen, die nicht zu der Allianz und der Horde an sich gehören. Musst du dir das vorstellen wie die Bayern mit dem Franken? Ey, du. Ich glaube dir jetzt nicht, ne?
Du dumme Hexe. Das ist ein 100er. Die farmt gerade Perlen. Dann gehe ich gleich direkt nach oben, wenn die hier unten farmt. Das habe ich zum Beispiel mit meinen großen Charakteren nie gemacht. Wenn ich sehe, dass Kleine da am Leveln sind, bin ich woanders hingegangen. Das habe ich, ne, damit die in Ruhe ihre Quest abschließen können. Es gibt nichts Ätzenderes, als wenn hier überall die 100er für Erfolge rumlaufen und du stehst hier und wirst nicht fertig. Nee, die sind trotzdem. Das kommt ja. Wir sind ja jetzt in Burning Crusade. Wir sind ja jetzt ganz weit hinten. Im Moment. Das in Draenor gibt es ja dann auch nochmal 30 Jahre in der Vergangenheit. Da ist so eine. Du, die Geschichte ist mittlerweile so durcheinander. Also, ich komme da kaum noch mit. Da musst du am besten bei Jobi fragen. Jobi ist so ein kleiner Spezi, was. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was die WoW-Geschichte angeht. Da musst du am besten mit ihm mal sprechen. Was kann ich für euch tun? Anyway. Bam! So viele Dungeons, so viele neue Quests. So, machen einfach mal die Quests fertig und nehmen die neuen an. Ob wir die noch fertig Das machen, weiß Licht sei ich mit nicht. euch. Seid vorsichtig. So, die Quest haben wir. Dann gehen wir mal die nächsten ab. Ich glaube, dann gehen wir erst zum Thron. Wir können aber mal Dungeons anmelden, weil wir haben so viele neue Dungeons jetzt dabei. Oh Gott, habe ich Schluck auf. Dieses dumme Essen, ne? So, wir könnten nämlich zum Beispiel Dampfkammer, Bota, Mecha, die Zerschmetterten und Schlabbi. Sind alles ziemlich. Ja, Jobi ist. Also mein alter Gildenmeister von meiner Paria-Gilde, von meiner Paladin-Gilde, der war auch sehr fit in Geschichte. Also ich stoß da viel an meine Grenzen. Ich habe aber auch die Bücher nicht gelesen. Na, also Jobi hat ja auch die Bücher alle gelesen und die Sache ist ja auch die, meistens kommt ja auch ein Buch vorher schon raus und möchte, dass er eben 10 Kerne eines wütenden Zermalmers bringt, okay? Der kann dir halt auch sehr viele Licht, nicht vergessen, Licht. Licht, ja. Das Glück sei mit. Der kann dir auch viele Infos geben, die, Licht, ja. nicht vergessen, Licht. So. Dass sie 8 Seegeister tötet. Friede sei mit euch. Seegeister waren, glaube ich, hier unten, ne? Ja. Auf jeden Fall kann der dir sehr, sehr viel dazu erzählen. So. War hier die Kirche nicht für Unterwasseratmung? Genau. Aber eigentlich totaler Bullshit, weil ich bin Untoter. Ich atme unter Wasser sowieso nicht. Blödsinn. Das war jetzt eher so die Gewohnheit. Es tut mich leid. Ich habe Warcraft 3 nie wirklich aktiv gespielt. Ich hab's mal gehabt. Aber. Ich muss näher ran. Weißt du? Ach so, ich kann gar nicht. So. Die können wir auch nicht abbauen. Komm her. Jetzt kann ich. Stirb. Ach, guck mal, wir haben das erste, wie viel wir schon weg haben fürs nächste Level. Wie gesagt, Ich bin außer Reichweite. wenn der Balken voll ist, machen wir uns in die nächste Zone. Ich muss näher ran. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht sogar wirklich ein, zwei Dungeons mache. Ja, mal gucken. Wir haben ja so einiges angedutscht. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite.
Warcraft 3 kannst du dich, glaube ich, auch sehr gut mit Jobi unterhalten. Adamantit braucht kein Mensch. Was ist das hier? Blue Tower. Ja, den habe ich mit meinem Mancher auch nicht. Es gibt einige Rahmviecher, die habe ich selbst zu PC-Zeiten nicht gesehen. So, dann machen wir mal. Bam. Mal gucken, vielleicht finden wir ja eine Gruppe. Dann geht das ein bisschen schneller. Lebt noch einen Tag. Ich versuche mit Mühe zu geben, noch einen Tag zu leben. Dass die große Hütte, die westliche Hütte, die südliche Hütte und die östliche Hütte in Schilftanz zerstört. Beseelte Feuer zurück zur Elementarist. Ja, ich kann nicht scrollen. Ihr werdet zurückkommen. Ja, wenn du das sagst, wird das wohl so sein. Wütenden Zermalmas. Na, bin ich ja mal gespannt. Die Himmel sehen immer so geil aus hier, ne? Also das haben sie echt cool gemacht damals. So. Guck mal, Dungeon Finder. Ach, guck mal, da sind das schon die. Was sind sie doch schon? Was renne ich denn an denen vorbei? Na, so viel machen wie geht. War hier nicht noch einer? Da ist er. Ja, die ist er ja. Komm her, du. Ich brauche ein Ziel. Ach, sag nicht. Also, dass ich ein Ziel brauche, wäre ich nicht drauf gekommen. Du, Iron? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Hier haben wir ja gerade die Häufchen eingesammelt, genau. Und hätten wir die Tierquest vorher fertig gemacht, könnten wir das beides jetzt zusammen machen. Und so laufen wir doppelt. Doppelt gemöppelt. Ich muss näher ran. Ja, ich muss ja irgendwo draufschlagen. Es kommt immer drauf an, ne? Ob man sich von dem Spiel hetzen lässt, Iron, oder ob man wirklich in Ruhe gemütlich spielt. Man kann sich das auch gut dosieren und einteilen. Ne, also man muss sich nicht stressen lassen. Ich finde, viele lassen sich stressen. Ich finde, wenn das Spiel anfängt zu stressen, dann muss man einfach mal einen Gang runterschalten. Das habe ich gerne gemacht. Mein Druide hängt so weit hinterher, das glaubst du gar nicht. Ich muss näher ran. Das Einzige, was ich demnächst machen werde, ist den Pathfinder 2 mit dem, weil dann kann die fliegen und dann ist das für mich mit dem Kräuterfarmen auch entspannter. Da ich ja... Warte mal, ist das ein Wütender? Brauchte ich nicht Wütende? Doch, Kern eines wütenden Zermalmas. Da ist er doch. Hallo! Warum seid ihr nicht ein Questmob? Ich brauche ein Ziel. Da, genau. Zack. Und da war doch noch einer. Das ist zu weit entfernt. Ich glaube, hier war hier nicht sogar eine. Ich muss. Komm her, du. Der wütende Survivor wird wütend. Wir haben jetzt Angst, oder? Ja, das war mal schlecht. Schön scheiß erzielt. Ich habe kein Ziel. Komm her, du. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Zu weit entfernt. So, das war 4 von 10. Ach Gott, ist das mühsam.
Gehen wir mal gucken. Die krabbeln ja hier irgendwo über die Felsen rum. Oh, die habe ich früher auch gefarmt wegen den Partikeln. Alter Schwede. Das war eine Heidenarbeit.